Hallo zusammen und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir haben in der letzten Folge einen kleinen Spontanraubzug gemacht und sind dann hier kurz zurück nach Hrefnatoch gegangen, denn wir haben jetzt hier dieses Bruderschaftshaus errichtet. Jo, und jetzt hat Haitham hier eine Quest für uns und die werden wir gleich annehmen. Übrigens, ne, extrem nervig, ich weiß nicht, was mit meinem Mikrofon los ist, ich muss das mal irgendwie neu einrichten. Jedes Mal stellt sich da der Pegel um. Also ich muss gefühlt immer vor der Aufnahme den Pegel vom Mikrofon neu einstellen, weil der zu lau, also weil das Mikrofon zu empfindlich eingestellt ist. Wodurch man dann manchmal Sachen hört, die man nicht hören sollte. Das ist natürlich extrem bescheuert. Ich habe aber gerade keine Ahnung, was ich dagegen tun soll. Oder wo das herkam. Ja, da muss ich eine Lösung finden. Ist ein bisschen seltsam. Naja, schauen wir mal. Da wird sich schon was finden. So, mein lieber Haitham. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Ich kümmere mich. Jetzt sind wir auch bereit. Nicht so wie in der letzten Folge. So, dann folgen wir ihm mal. Ja, erstmal in die falsche Richtung gelaufen, der Gute. Wir haben hier wunderschönes Mondlicht gerade. Ist ja sehr passend. Ah, kleine Tonübung. Bereitet dir deine Wunde noch immer Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Basim deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein, nur eine Beobachtung. Und die ist auch nicht mal so falsch. Irgendwie hat Eivor gerade einen interessanten Gang drauf. Aber gut. Schön, wie sich der Mond hier im Wasser spiegelt. Gefällt mir. Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. So, kleine Bootstour. Wow, au, ja. Also, was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Ich muss ja mal sagen, ne? Von mir. Du wirst es mir selbst schenken müssen. Mehr Rätsel. So eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung und wir sind einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Hä? Um den Todessprung. Ist Eivor gerade leiser geworden? Habe ich mir das nur eingebildet? Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest dich. Ups. Unser Tod ist vorherbestimmt. Eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Na, jetzt bin ich mal gespannt.
Nee, ich finde es ja, was ich vorhin sagen wollte, ich finde es wirklich interessant, wie schnell die Boote hier in dem Spiel manchmal fahren. Du machst einen Schwung mit dem Ruder und auf einmal, jumm, fliegt das Ding, fliegt vor allem, fährt das Ding gefühlt in Lichtgeschwindigkeit da lang. Himbeeren, die nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion, aber... Warte! Sieh zu! Hey, Tom! Hm? Jo. Hey, Tom! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du! Mein Glaube... Wow! Ja, den Sprung kennen wir aus Assassin's Creed. Ein perfekter Danke. Sprung. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Und den wird Eivor jetzt auch immer benutzen. Der ist ja sonst immer ein bisschen unbeholfen da von den Dächern und so weiter drunter gesprungen. Du hast den Todessprung einen heiligen Jetzt sieht es anders aus. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kirkbys Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst, wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Ist heute ein bisschen mehr, wir hören Heitam zu, wie er uns irgendwelche Geschichten erzählt. Aber das ist halt alles Story, ist ja auch interessant. Liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler. Von vermögenden Tarnen bis zu nutzlosen Königen. Der Orden beeinflusst sie alle. Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Heitam, für alles. Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist eine geheime Organisation von Heiden, die alle Bereiche der Gesellschaft durchdrungen hat, um ihr dogmatisches Weltbild zu verbreiten. Um sie auszumerzen, musst du Hinweise in der Welt finden. Eiferer. Eiferer heißen die angehörten Söldner, die dem Orden dienen und ihre Erlässe durchsetzen. Wenn du sie aufspürst und ausschaltest, kannst du Hinweise auf die Identität von Ordensmitgliedern erhalten. Enthüllen und ausschalten. Hinweise kannst du auch erlangen, indem du Bündnisse schmiedest, Englerland erkundest und Hilfsbedürftige unterstützt. Sobald du alle Hinweise zu bestimmten Ordensmitgliedern gefunden hast, wird ihre Identität offenbart und sie können aufgespürt werden. Hierarchie des Ordens. Okay. Ordensmitglieder haben eine Hierarchie. Wenn du einen Paladin oder Pfarrer tötest, kannst du Hinweise auf ihren Magister finden und irgendwann auch den Großmagister aufdecken. Jo, das ist der Großmagister und dann geht es hier so weiter. Der Kiel, der Erl, der Hirtenstab,
der Blutegel, der Pfeil und der Kompass. Kyrtvi haben wir ja schon besiegt. Und hier haben wir Leovgivu, genau. Und Hunter Huntersson. Könnten wir zum Beispiel jetzt das Ziel schon markieren. Können wir auch eigentlich direkt mal machen. Warum nicht? Paar Ordensmitglieder ausschalten, da wird sich Heitam natürlich freuen. Zerschlagung des Ordens. Wo ist der Typ denn? Da. Das ist nämlich dieses Baumsymbol, sage ich mal. Oh, wir haben hier noch ein Trinkspiel. Achso, nee, das haben wir glaube ich schon gemacht, oder? Das wird ja nicht abgehakt. Dann teleportieren wir uns da jetzt einfach mal ganz frech hin. Und schalten den aus. So. Findet sich da hinten. Wir haben gerade irgendwie ein Level-Up erreicht. Keine Ahnung wie. So, wir können jetzt halt auch diesen Sprung hier benutzen. Wunderschön, oder? So, Achtung, das ist hier Misstrauensgebiet. Also schön vorsichtig hier entlang. Oh. Ja, das könnte problematisch werden. Und da hinten steht der Typ nämlich. Und den könnten wir mit einem einfachen Attentat ausschalten. Wenn wir gut sind, sage ich mal. Der darf es jetzt natürlich nicht umdrehen. Es regnet, mein Lieber. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Ja, das war ja eine super Sequenz. Ich bin nicht mehr so geistreich wie früher. Nicht länger das Blatt und das Schild. Das schimmernde Blut der Brecher leerer Schädel. Die Peitsche des Schwanenwegs. Der Stahlträger. Verleiher von Hacksilber. Wäre ich nur als freier Mann geboren. Als einer, der sein Schicksal selbst bestimmt. Sei froh, dass du Valhall mit einem Gedicht auf den Lippen entgegengehst. Ja, und da haben wir ihn besiegt. Ordensmitglied ausgeschaltet, Hunter Huntersson. So, wir können mal kurz das Ordensmenü auch öffnen. Und direkt den nächsten noch ausschalten. Wir haben nämlich hier Leovgivu. Oder so. Befindet sich in irgendeinem Militärlager. Das werden wir bestimmt auf der Karte hier finden. Nämlich ist das... Hier. Okay. Da kommen wir ein bisschen schwieriger hin. Da müssen wir, glaube ich, von Hrefnatorp aus hinfahren. Dann machen wir das auch. Ist jetzt auch nicht so ein krass weiter Weg. Es geht schon. Dann haben wir nämlich direkt mal zwei Ordensmitglieder ausgeschaltet. Und dann werden weitere folgen. So, ab aufs Schiff. Hey! Auf die Welt! So, wir einmal Fluss folgen. Achso, Moment, ich muss sie ja erstmal als Ziel markieren. Sonst fahren wir hier nirgendwo hin. So, jetzt aber sollte es funktionieren. Genau, wieder unsere wunderschöne Kehrtwende hier. Und jetzt geht's voran. Segel! Halt den Wind! Dum da dum dum du dum du dum dum. Ah, schön, die Sonne oder der Sonne entgegen sozusagen. Es ist ja nicht so weit. Warte, wie viele Meter sind? Wobei, nicht so weit ist gut gesagt. Sind schon fast 1000 Meter, aber gut. Wir sind ja zu Wasser relativ schnell unterwegs. Da sollten wir gleich eigentlich ankommen. Können wir uns ja mal ein bisschen die wunderschöne Landschaft Englands anschauen. Sieht ja echt nicht unschön aus. Da ist irgendein... Was leuchtet denn da? Ist das irgendein Anlegepunkt? Wahrscheinlich.
Aber das interessiert uns erstmal nichts. Wir wollen Ordensmitglieder jagen. Jawohl. Diese ganzen Gänse hier, oder was ist das? Sind das Gänse? Wahrscheinlich. Ah, es sind schon nur noch 500 Meter. Wir haben es gleich. Wir müssen natürlich immer ein bisschen hier Kurven fahren. Wir können ja schlecht über die Luftlinie da einfach hinfliegen. So, einmal bitte links abbiegen. Wunderschön. Ich glaube, ich mache dann demnächst nochmal ein paar Folgen. Wir müssen halt gucken. Wir haben ja einmal die Story, also die Bündnisse. Und dann sollten wir natürlich auch Raubzüge machen. Mal schauen, was ich in der nächsten Folge da mache. Ich weiß es noch nicht. Damit wir ein bisschen Zeug für unsere Siedlung holen können, weil die wollen wir natürlich irgendwann bis zum Ende ausbauen. So. Ich würde vorschlagen, wir plündern hier nicht. Hallo? Was war das denn? Sondern wir springen hier einfach mal so rein. Denn wir wollen ja eigentlich nur die Madame da hinten ausschalten. Oder ist das ein Typ? Keine Ahnung. Auf jeden Fall jemand, der hier gleich ins Gras beißen wird. Da stehen aber einige Leute. Was ist denn da so rot? Ach, das ist eine Schlange. Heilige Scheiße. Ja, das war selten dämlich. Oh, diese fucking Schlange. Was macht die denn hier? Die müsste mittlerweile schon tot sein. Okay, jetzt ist er auch tot. Hä? Ich habe eigentlich gerade die Spezialattacke eingesetzt, aber irgendwie hat das nicht gezählt. So. Ah, unsere Crewmitglieder schießen ein bisschen mit dem Bogen hinterher. Ja, und da habt ihr es wieder gesehen. Ich habe die Spezialattacke eingesetzt, aber irgendwie wurde sie nicht ausgeführt. Woran das liegt? Keine Ahnung. Hm, das Wasser sieht ja hier auch wirklich sehr schmackhaft aus. Warum ist denn das so grün? Ist das irgendein Sumpf? Wahrscheinlich. Das hast du dir so gedacht, mein Lieber. Bäm. So, jetzt bist du noch dran. So, die nicht angreifen, wenn sie hier blocken. Das wissen wir ja. Jo, die ist mal tot. So, wir müssen den Tod jetzt nochmal bestätigen. Also nochmal eine Klinge reinrammen, dass wir wirklich sicher sind, dass die auch tot ist. Au. Oh, diese Sequenzen immer. Meine Gott, vor allem. Beeindruckend. Aber du findest uns nicht alle. So tief kannst du nicht graben. Wir sind wie ein fauliges Geschwür. Wir bahnen uns unseren Weg, wie der stete Tropfen höhlt den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr. Ein Geheimnis. Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, das aus deinem Munde kommt. Und damit haben wir auch ein zweites Ordensmitglied schon ich habe gerade Angst vor der Schlange. Schon ausgeschaltet. Kleine Schildrune, sehr schön. Hinweise auf den Orden, da können wir vielleicht gleich nochmal gucken. Vielleicht hat sich ja noch irgendwas offenbart. Zeig mal her, Orden. Gefunden Hinweise 1 von 3. 3 von 6. Achso, ja klar. Wir besiegen die Ordensmitglieder hier und finden dann den Weisen hier raus. Oder so. Der Magister, der Weise vor allem. Und das ist dann einer von den 5 hier. Unbekannte Eiferer. Achso, die Eiferer, ja, die laufen da einfach so rum. In der Welt, aber die sind mir jetzt nicht so geheuer, muss ich sagen. Mit denen sollten wir uns vielleicht lieber nicht anlegen. Wir werfen nochmal kurz einen Blick auf die Quests. Und dann ist es mit der Folge auch gleich schon getan. So, wir haben Lega Caster's Gear, Kapitel 3. Das mit Edelsweave, genau.
und Siedlungsstufe 3 erreichen, das Orden-Ding und die Codex-Seiten. Okay, das sind alles Nebenquests, das heißt, wir werden in der nächsten Folge hier weiter dem Glück nachhelfen. Wir können auch schon mal da hingehen, wo das dann ist. Und zwar befindet sich das... Ach nee, da mussten wir suchen, ne? Genau, im Süden von Legacy ist das hier. Okay. Dann, Leute, würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit der Hauptstory wieder. Bis zum nächsten Mal.